Reden wir nochmal über die Angst. Also, Sie haben keine Papiere, Sie wissen, wenn Sie aufgegriffen werden, haben eine Vorstellung davon, was das bedeutet. Wie äußert sich diese Angst? Also, wie kann man damit über so einen langen Zeitraum umgehen? Das kann ich Ihnen sagen. Mir kam die Jugend zu Hilfe, meine eigene Jugend zu Hilfe. Es kam mir zu Hilfe, dass ich in Berlin geboren bin, dass ich sozusagen eine Berliner Kodderschnauze hatte. Und durch dieses naßforsche Auftreten bin ich zweimal durch Kontrollen gut rausgekommen. Einmal, als ich mit dem Fahrrad von Möllensee unterwegs war in den Nachbarort nach Herzberge oder Herzfelde und Milch holen wollte. Da hing an der Lenkstange die Milchkanne und auf dem Rückweg werde ich von der Wehrmachtskontrolle von zwei jungen Männern, die also auf der Brust die große Kette hatten, mit Wehrmacht stand da drauf, und angehalten und nach Papieren gefragt. Und da habe ich mich rausgeredet, indem ich gesagt habe, sagen Sie mal, Sie machen mir aber Spaß. Sie sehen doch, dass ich hier nur Milch holen war. Was muss ich meine Papiere dabei haben? Nicht? Also in dieser Form bin ich dem entgegengetreten. Naja, Fräuleinchen, es geht aber nicht. Heute als alte Frau hätte ich keine Chance gehabt. Aber als junges Mädchen hat man bei jungen Männern natürlich mehr Chancen gehabt. Und das kam mir zu Hilfe. Ein andermal ist es mir passiert, als ich von Strausberg aus mit dem Postauto Richtung Möllensee unterwegs war, kam auch eine Kontrolle. Da fuhren so Postautos die Strecke ab. Und dann fing ich an, in der Tasche so zu tun, als ob ich suche nach einem Ausweis. Ach Gott, jetzt ist es wieder in der anderen Tasche geblieben. Durch die Bombardements in der Nacht habe ich das alles wieder in einem anderen Mantel oder andere Jacke oder. Also auf solche Art und Weise hat man sich drumrum und rausreden können. Aber wie gesagt, nur als junges Mädel.